Es ist genau, es ist exakt, es sind jetzt hier die Minecraft News. Wir berichten, bevor wir uns informiert haben. Mein Name tut eigentlich nichts zur Sache, er lautet aber Herr und Herr Meister. Here we go now. Halleluja, Minecraft. Weil es ist halt eben mal ein Block, wo kein Dings wächst. Ich habe irgendwie so ein ganz doofes Gefühl, was mein Fraps betrifft. Weil die Zahl ist schon wieder rosa. Kann dir denn nicht weiterhelfen? Ich weiß nicht, was du da immer veranstaltest. Ich auch nicht, aber ich werde für meine Aufnahme mal kurz eine Pause machen und werde mal gucken, ob er das tatsächlich jetzt aufnimmt oder nicht. Ja, das ist genau, wie ich mir das fast gedacht habe. Da heiße ich euch nochmal zum zweiten Teil herzlich willkommen. Ja, bei mir fehlt leider ein ganz kleines Stückchen, da mein Fraps wieder mal wie immer rumgesponnen hat und nicht mit mir spielen wollte. Also, ja. Oder, dann begrüße ich deine Zuschauer auch nochmal. Ja, begrüße deinen auch mal. Ich hätte noch welche, wenn du noch welche brauchst. Ein Block hatte ich noch, so. Ui, nee, jetzt muss ich aufpassen hier. Ist da noch irgendwas in der Kiste, oder? Ich habe hier noch ein bisschen was dabei. Ja. Teil's dir ein. Das mit dem Einteilen ist eine gute Sache. Ja, mich hat das schon wieder gewundert gehabt, dass das da unten in rosa ist, beziehungsweise so ein lila Ton war. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass er nicht aufnimmt. Das ist sowas ähnliches. Ja, ich habe so das Gefühl, das ist eine Art Pausenfunktion. Ich wusste aber nicht, dass Fraps sowas in der Art hat überhaupt. Befragt. Ich bin froh, dass mein Fraps läuft. Als ich eben nämlich das zweite Mal drauf gedrückt habe, hat es plötzlich wieder funktioniert. Da wurde es auf einmal dann rot. Also irgendwie habe ich heute die Trefferquote mit der Erde liegt sehr weit hinten. Ja, die habe ich bei mir auch. Aber so wie es aussieht... Jetzt sag nicht, wir müssen Erde farmen, hallo? Erde farmen. Und ich habe sie beide eingesammelt. Boah, bin ich gut. Ich meine, ich habe noch was, so ist es nicht. Ja, aber das wird nicht reichen. Ich hab dir ja nicht alles gegeben. Es ist in der Kiste aber noch was drin, ne? Oder hast du alles rausgenommen? Ich hatte, glaube ich, nur ein oder zwei Stacks mehr rausgenommen. Also ich habe nur drei Stacks. Ja, so viel habe ich nicht. Ja, normalerweise müsste das reichen. Bei dir auf jeden Fall. Aber bei mir reicht, ich glaube nicht. Weil in der Haupttruhe im Lager, da ist, glaube ich, nichts mehr drin, soweit ich jetzt informiert bin. Vielleicht nur so drei, vier Stück oder so. Ach, hier sind auch noch drei Stacks. Ja, ich habe... meine ich, alles was da war, mitgenommen. So. Auf jeden Fall wird es ja echt finster. Ach, meinst du nur? Noch sind ja Fackeln da. Ja, noch sieht man Fackeln, das stimmt. Aber irgendwo ist ja doch ganz gut, dass ich eine Behutsamkeitsschaufel habe. Mir ist das zu gefährlich. Weil wir setzen ja jetzt nur Erde, hier ist ja kein Gras. Eigentlich wachsen ja Bäume nur so mit Gras und so. Nee, die wachsen überall, meine ich. Ja, aber nein, das sieht dann schicker aus. Das also werde ich dann im Laufe der Zeit nochmal irgendwo einen Grasblock setzen. So, es ist zumindest ein bisschen hell. Falls das nächste Mal runterfällst, jetzt kannst du noch den Erdblock auch mitnehmen. Also die Fackel und den Erdblock. Wieder alle. Also ich habe noch einen Stack und 48. Voraussetzt, ich schmeiße jetzt nicht noch mehr unten runter. Sollst du nicht wegschmeißen, weil das doch. Ja, dann wird's eng. Wird's dann eng? Also ich gehe keine Erde farmen, das sage ich dir gleich. Du gehst keine Erde farmen? Nee.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das unter meiner Würde ist, aber Erdefarm, Malu? Also ich habe sogar gehört, es sollen andere Leute sollen sogar mit Dreck bauen. Echt? Ja, Häuser und sowas alles. Wie produktiv. Ich meine, gut, es ist natürlich die einfachste Variante, ne? Ja. Oh, ich finde, das sieht schon ganz schick aus eigentlich, oder? Etwas. Und ich sag mal so, das ist auch keine Kopie von dieser einen besagten Kuppel bei diesem Genau. Männerprojekt da. Weil sie Haben. ist alles andere außer rund. Genau. Ist, wir müssen auch ziemlich hoch, wenn man jetzt bedenkt, weiß ich nicht, Schwarzeiche hier wachsen so hoch. Da müsste die Kuppel ja gigantisch werden. Tropenholz, falls wir irgendwann mal welches kriegen. Wächst ja auch sehr hoch. Guck mal da oben, guckt uns wer zu. So, lass uns doch gucken. Zaungäste. Jetzt hier oben stehen gelassen. Guck mal, die gucken uns zu beim Bauen. Ja, hier, guck mal, ich kann inzwischen mit dem Ding umgehen. 1, 2, 3, 4. Oh, Fünf. drei Schuss, zwei Treffer, vier Schuss. Die ganzen Zaungäste hier. Das sind XP. Und? Ja gut, ich kann sie ja holen gehen. Ja, das war klar. Ich Bei mache die dir? Arbeit hier und du holst dir die XP. Ja. Nicht? Ich mach mal nur Licht. Kann So. auch Licht machen, siehst du? Ja, mit deinem Schwert geht ja immer gleich alles in Flammen auf. Ja, das ist, bei Mobs ist die auch nicht so effektiv. Effektiver ist sie eigentlich, wenn man bei Schweinchen macht oder so, dann sind sie sofort gebraten. Muss sie hier sein, oder? Bin ja auch doof. Jetzt hätte ich da eigentlich gleich draufklettern können, ne? Ich gehe hier Hab schon mal wieder das Inventar voll mit diesem ganzen Mob-Gedöne hier. diesen Mob-Müll, ja, den braucht kein Mensch, das Zeug. Ja, ich habe auch mittlerweile mich erbarmt und habe gesagt, na gut, ich baue das wieder ab. Ich habe die ganzen Köpfe oder ziemlich großen Teil der Köpfe unten in der Mobfarm wieder getillt. Also es hängen nur noch so circa 60%. Also ein Großteil ist weg. Weil das ist ja wirklich dann irgendwann mal zu krass gewesen. So, was hältst du davon? Erst die untere Reihe schon mal Glas machen. Ja, eine Reihe auf jeden Fall, würde ich sagen, ne? Hier ganz außen anfangen. Wo? Was hältst du davon, wenn wir hier auf dem Gang unten das rote Glas machen? Können wir machen. Ja, wollen wir irgendwann hier mal Pisten drauf machen oder nicht? Wobei dieses kurze Stück können wir da ja auch mit der Hand ernten, oder? Genau. Muss doch leider die Fackeln hier wegmachen, das gibt's doch gar nicht. So, ich würde sagen, hier setzen wir noch, hier auf die Ecke setzen wir noch einen Block. Quatsch, 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 Quatsch. Das gibt hier eine Sitzerei hier. Mann, Mann, Mann. Obwohl, wir können ja Farbe das Glas machen, das ist ja nicht. Aber so kunterbunt wieder ein Spawn machen wir nicht, ne? Nö, ich würde sagen, wir bleiben hier im Normalmodus. So eine Reihe Rotes, eine Reihe Weißes, eine Reihe Gelbes. Nein, war ein Scherz. Ja. Ich meine, möglich wäre es. Farbstoff haben wir genug. Mal gucken wir erstmal, wie weit wir jetzt kommen. Dann können wir jetzt immer noch überlegen, wie es aussieht. Zur Not reißen wir ein bisschen was ab. Setzen neu. Also ich habe bei Mittags auf dem Server habe ich jetzt Dings gemacht gehabt. Ah, wir sehen, mit drei, mindestens vier Block hoch hier, ne? Wegen dem Zuckerrohr. Da habe ich grünes Glas gemacht aus Kaktusgrün. Kaktusgrün. Das ist nicht so wirklich hübsch. Also da gibt es bestimmt ein anderes Grün, was besser aussieht. Ich habe eine Fackel vergessen.
Schon mal was aus, oder? Das sieht auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit aus. Also ich würde sagen, wir sollten aber mindestens 3, 4, 5 direkt hochgehen, ne? Ja, ich hatte jetzt erstmal nur unten rumgesetzt. Sollen wir Weil. unten, also sollen wir direkt hier richtig tief weiterlassen oder sollen wir schon irgendwie eine Seite, eine rote mit dazwischen machen? Oder noch irgendwas? Ja, ich würde sagen, vielleicht unten eine Reihe Rot mit reinmachen. Ja. Hast du alle noch in der Truhe, oder? Ja, es sind ja 8 Stacks da gewesen. Das Glas wird nie im Leben reichen, das weiß ich jetzt schon. Nee, das wird nicht reichen. So, bin ich jetzt hier noch 3 Block hoch? 1, 2, 3, 4 sogar. Das heißt. Ich ziehe da jetzt eine drüber rein. Dann könnte man vielleicht außen nochmal Stufen setzen. Dieser Tunnel nicht so komisch aussieht. Dachte schon, mir geht der Stein aus. Dein? Ja, Das kann auch. ich habe nicht mehr viel. Dann haben wir ein Problem, ist eine Steine warm. Ich habe dir gesagt, lass uns einen Cobblestone-Generator machen. Bit kaputt. Boah, was natürlich eine Alternative wäre, was leider ja nicht mehr funktioniert, so einen Blockbreaker bauen, ne? Die Funktion haben sie ja leider mit irgendeinem Update haben sie die gecancelt. Erdgen gab ja auch mal einen schönen Minecraft-Bug damals. Ja, das war dieser Blockbreaker-Bug. Da hast du dann irgendwie mit, was waren das? Mit zwei Pisten, die gegeneinander gedrückt hatten. Hast du das ganze Glas im Inventar? Nein, nicht alles. Nicht alles, aber 90%. Wirklich? Was mache ich nicht? Liegt ja auch eine So. Menge Glas dabei drauf. Und jetzt würde ich sagen, machen wir wieder mit durchsichtig weiter, wa? Also ich kann gerade nicht gucken, sonst lasche ich das Glas hier an der falschen Stelle. So. Ja. Mal wieder eine Reihe durchsichtig. Denk dran, dass du dir einen Absatz baust, dass du da wieder runterkommst, wenn dir das Glas ausgehen sollte. Wobei du hast ja eigentlich das, oh, ganze Glas. Jetzt habe ich doch einen Block an die falsche Stelle gesetzt. Hatte auch schon, ist mir gerade leider auch schon mal passiert. Hier, du hast ja deine Behutsamkeitsschaufel. Das dürfte ja eigentlich funktionieren. Behutsamkeitsschaufel? Da probiert gleich mal aus, falls ich mich wirklich einmal verbaue. Und in der Mitte setzen wir einen roten. Das rote Glas auch mal L alle wird. Ich würde mir überlegen, noch mal eine, gleich noch mal noch eine Bahn rot zu setzen. Also verbraucht nicht alles. Ich habe jetzt noch, was habe ich noch? 56 habe ich noch. Und hier dann vielleicht dann später noch mal eine Reihe rot setzt. Dann haben wir zwei rote. So, mal, da sind ja schon mal auf jeden Fall keiner auf dem Weg hin überrascht. Okay. Was war das? Creeper, keine Ahnung, wo der herkam. Ich glaube, der ist unter dir geplatzt. Kann nicht sein, ich bin durch die Gegend gepackt. Der muss sich irgendwo eingeschlichen haben in der Zeit, wo ich hier am Bauen war. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe auch nicht nach unten geguckt, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich muss jetzt die Seerosen suchen, ja? Die in irgendeiner Kiste sind. Ja, wäre vielleicht vom Vorteil. Super. So, so. Hier sind sie nicht. Da sind sie auch nicht. Ja, geordnetes Chaos findet sich alles wieder.
Also dieser Gang sieht so kacke aus hier, ne? Zu dem Ding. Ja, das müssen wir auch noch machen. Das ist schon Gucken. fast peinlich. Vielleicht kriegen wir auch noch mal den Judo zum Arbeiten. Meinst du? Ja, das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt, ne? Habe ich noch irgendwas? Oh, mit Erde lässt sich bauen, habe ich gehört, ne? Ja, ist das Einfachste. Vor allem mit deiner Schaufel. Also das mit diesem Shader-Pack, das sieht ja eigentlich ganz genial aus, ne? Was ein bisschen irritierend ist, dass diese Seerosen die ganze Zeit im Wasser untergehen und wieder auftauchen. 33 Stück haben wir noch. Also müssen wir ein bisschen damit sparen. Die vermehren sich ja auch nicht, diese Dinger, ne? Bist du? Ich bin jetzt gerade wieder im Hauptlager. Hauptlager, ich brauche rotes Glas. Alle. Also weißes haben wir mehr wie genug jetzt. Der Ofen müsste fast durch sein. Ne, der Ja, ist aber ich. durch. Ach, da ist rotes. Ich hab schon. Was wollte ich denn mitnehmen? Ich wollte irgendwas mitnehmen. Ach ja, das Grünzeug brauche ich ja noch. Mit dem roten Glas hatte ich gerade immer so schlicht aus. Fällt mir. Also 56 rote habe ich noch. Ja, in der Kiste waren auch noch. Packe ich da mal rein. Ich würde sagen, ich setze das Zuckerrohr und dann gucke ich dir beim Arbeiten zu. Jo. Leute arbeiten lassen, das kenne ich. Ja, wie heißt das? Lass mir oder lass mich arbeiten? Ja. Ich kann ja mal den Handlanger machen. Ich nehme mir ein bisschen Erde und nehme Ja. das Glas hier raus und komme hin da zu dir und reiche dir das Zeug an. Was meinst du, wie viele Blöcke muss ich hoch? 4 Block hoch bin ich jetzt schon. Die Birken wachsen, meine ich, vom Stamm her irgendwie 5 hoch. Hoch, Und so, und dann da kommt fangen sie das an, Grün. das Grün zu bilden. Dann muss ich also mindestens 8 hoch und dann erst kann ich die Kuppel schließen. Rein theoretisch, ja. Das wird ja eine Brauerei. Und das wird alles ziemlich gerade auch noch. Naja. Ja, du brauchst dich ja bloß an den Dings zu halten, ne? Erstmal an den Radius zu halten. Ja, klar. Dann mache ich das mal. In der Zeit mache ich mal hier deine Sauerei, die du hier reingebaut hast, weg. Ey, lass das So, doch. kannst du da Ich muss hin? irgendwann mal nochmal absteigen. Ja, du kannst doch hier vorne runter. Ja. Ups, ich habe mich verbaut. So, zufrieden? Warum ist das hier eigentlich so Ja, ach finster? so. Warum ist das hier so finster in dem Gang? Weiß ich Eins, nicht. zwei, drei. Das heißt, ich kann da oben doch Fackeln setzen. Wieder einmal Glas alle. Baue hier mit Glas. Nur aufpassen, dass ich mich nicht dran schneide, wa? Du musst nicht so viel kaputt machen. Ach so, ja gut. Bemühe mich. Ich habe mich erst einmal verbaut. Bin so einen Block falsch gesetzt. So, komm mal her hier, dass ich dir mal das Zeug geben kann. Ja, warte. Wo ist er denn? Da ist er. Ja? Was noch mit? Achso. Ja, da kommt noch was. Keine Angst. Das ist noch nie alles. Hat hier eine Einsammlerei. Da hast du mich gleich aber wirklich voll gemacht, ne? Mich die Ja. ganze Zeit nur im Kreis rennen sehen, sehr ehrlich. So. Ja, Inventar voll. Ja, Kannst du wieder Inventar. mitnehmen? Gib mir doch was, was du nicht brauchst. Achso. Ja gut. Wo du recht hast, hast du recht. Warte. So, hatte ich einmal. Nochmal. Ah, hier. Trophäe. Toll.
Und nochmal so ein Blödsinn. Dann Ja, kriegst du super. das noch. Ja, jetzt reicht dann. Das Es noch. reicht dann Müll. So viel Müll brauchst du gar nicht. So, die Creeperköpfe, die legen wir mal hier hin. Jetzt bin ich da fast runtergesprungen. So, dann hat man noch verrottetes Fleisch. Das legen wir mal neben die Creeperköpfe. So. Okay. Da unten ist eine Spinne. Willst du damit eine Spinne füttern oder Ja, was? anfüttern. Anfüttern. So, das heißt, jetzt sag nicht, ich muss jetzt oben hoch, um ins Haus zu kommen. Ich gehe hier Nee, lang. du hast da so eine komische Treppe da gebaut. Die ist nicht komisch, die ist hübsch. Aus Dreck. Dirt, sagt man dazu auch. Dreckig. Dreckige So, Treppe. wollte ich Stufen, wollte ich haben, aber habe ich nicht genug. Das ist ja blöd. Aber, ha, du hast Holz im Inventar. Wie praktisch. Blöcksche für Blöcksche. Schwuppdiwuppdi. Blöcksche für Blöcksche. Oh, meiner Mann. Reicht das an Treppen? 25? Ne, ist zu wenig. Das müsste reichen. Also in diesem Gang hier, das sieht völlig genial aus, ne, mit dem Shader. Glaube ich hier. So, wie setze ich jetzt die Stufen, ohne auf die Nase zu fallen? Oh, das geht gut. So langsam habe ich das mit den Stufen auch raus. Au. Wer war das? Ey, so eine Macke? Nicht schießen und abhauen. Ich glaube, du hackt hier, ey. Willst du nach unten gehen? Ich habe da einen Glasblock unten liegen. Kannst du ganz hochholen. Achso, runtergeschmissen. Dann da, wo du die Fackel hingeschmissen hast. Ich versuchte gerade dieses doofe Skelett zu treffen, aber jedes Mal, wenn ich schießen will, schießt der zuerst. Ja. So, jetzt habe ich ihn. Könnt ihr jetzt sagen, er hat den Bogen raus? Ja. Schon wieder so ein schlechter Witz. Ja. Boah. Wo bist du? Hier. Kommst du mal? Komm mal gucken. Ich kann nicht. Ich komme mal nicht rüber. Mach die denn da unten? Die? Das sind zwei. Ah, jetzt muss ich hier tatsächlich eine Holztreppe hinbauen. Wie kommen die denn hier rein? Das frage ich mich jetzt aber auch. Zack. Generell, die Besichtigung ist noch gar nicht eröffnet hier. Also ist noch geschlossene Gesellschaft hier. Ja, alle. Die müssen zweimal hintereinander schnell treffen, sonst kommen die wieder. Ja, ist natürlich auch, ich meine, jetzt um die Zeit hier zu bauen, ne? Das ist eigentlich lebensmüde, ne? Gut. Was ich jetzt so schön kurios finde, ich laufe jetzt schon die ganze Zeit am Rand entlang Bist doch nicht runtergefallen. und bin ja nicht runtergefallen. So, irgendwie auch schön, ne? Kriege ich das auch in die andere Richtung hin? So. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, Was ist. meinst du, soll ich jetzt noch mal rot setzen? Ich meine, ich habe noch rot. Das Problem ist, das Rot verdunkelt natürlich ganz schön. Ne? Ist mir aufgefallen. Ich habe das hier an dem Gang ja auch. Das dunkelt ganz schön ab. Ich meine, wir können ja später in der Kuppel selber oben noch irgendwie einen Kronleuchter reinmachen oder sowas. Kronleuchter in der Baumfarm. Warum denn nicht? Ist klar. Habe nur Rotes, also kommt hier auch nur Rotes hin. Ich kann auch noch schnell Blaues machen. Wir haben noch Lapis. Blaues. Ja, ich glaube, mit Lapis kannst du auch Blaues machen. Na, reichen die Stufen? Ja, nee, Creeper, ich hab dich gesehen. Kannst ruhig kommen. Ja, der war geschickt jetzt, ne? Danke. Was denn? Och, ich wollte hier nicht wieder rein. Du kannst da auch alleine in der
Arena sein. Hat mir aufgefallen, dass hier liegt jede Menge XP liegen hier rum. Das sind meine, die habe ich erwirtschaftet. Ja gut, wenn du da sowieso da unten reingehst, dann kannst du immer rotes lassen gehen. Ich spiele mit dem Creeper hier. Oh. Aber du hast recht mit der Schaufel. Geht, ne? Jetzt muss ich tatsächlich oben durch die Wohnung gehen, um nach unten runter zu kommen. Ja, haben wir schon einmal verbaut wieder. Ja, zum Glück haben wir einen Fahrstuhl. Ach nein, geh weg. Bin runtergefallen. Ach, ich sammle jetzt doch deine XP ein. Wenn du die nicht haben willst. Schnell, 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 schnell. Oh, hier, die Hexe hat Dings gedroppt. Redstone. Ey, das war meins. Wie komme ich jetzt da hoch wieder? Ja. Lass dir was einfallen. Ich musste auch außen rumlaufen. Kannst du auf die Erdblöcke noch einen draufsetzen? Ich hab keine Erde mehr. Hab ich in die Kiste getan. Das brauche ich jetzt nicht, die Spitzhacke brauche ich nicht so. Ich habe hier aber noch Holz. Ich kann dir aber noch Erde dahin packen, wenn du willst. Baue mit allem, was ich hier zur Verfügung habe. Davon mal abgesehen, dass ich dabei auch beinahe abgestürzt werde jetzt gerade. Ich werde jetzt mal den Glowstone holen und werde mal gucken, das, was wir vorhin da gesagt hatten, dass wir den Glowstone eventuell im Boden setzen. Da steht ein Skelett und guckt doof. Zack. Hat hier eine Bauerei. So. Das sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen, ne? Also irgendwie müssen wir hier drin noch lichttechnisch, glaube ich, ein bisschen was verändern. Ich glaube, es ist noch zu dunkel. Hier stand eben schon wieder ein Monster. So, wo hat man den Glowstone unter Blöcke, ne? Ganz oben. 25 haben wir. Naja. Ja, es wird ja wieder Tag. Na, guck mal, die ersten Zuckerrohr wachsen auch. Da liegen So. jetzt schon zwei Glasblöcke. So, Wenn ich mich 25. verbaue, immer an der gleichen Stelle. Na, super. So. Oh, ja, das war ein bisschen heavy, der Schaufel hier. Ja, auf da Löcher zu machen, du fällst alleine noch rein. Mach das jetzt mit der Hand, das ist sicherer. Ja, ja, alle. Mann, Mann. Hier geht aber wirklich eine Menge Glas drauf. Wenn du denkst, wir müssen das Dach auch noch mal irgendwann schließen. Das wird ja dann immer. Das war falsch. Das Problem ist, wenn ich den jetzt abbaue, ist er kaputt. Das ist doof. Das heißt, ich habe ja auf meiner Axt, habe ich ja Glück. Wenn ich das mit Glück abbaue, könnte es passieren, dass ich die vier Glowstones wiederkriege. Voraussetzung, sie fallen nicht alle runter. Nicht ja. Soll ich jetzt noch eine Reihe oben drauf setzen oder soll ich mittlerweile nach innen gehen? Ich glaube, so langsam müsstest du eigentlich nach innen gehen können. Der Hilfsblock machen. So. Jetzt brauche ich. Jetzt brauche ich noch mehr Hilfsblöcke. Scheibenkleister. Lustig. Was brauchst du? Behilfsblöcke fallen mir ja jetzt alle Nasen lang runter. Also irgendwelche Baublöcke, weißt Hier unten liegt rotes Glas und weißes Glas. du? Weiß. So, das müsste jetzt eigentlich hell genug sein.
Jetzt werde ich noch mal Dings holen. Jetzt werde ich schon mal anfangen, die Setzlinge zu holen. Vielleicht hilft dir das ja beim Bau. Setzlinge, ja, hier sind schon mal keine. Holzzeug. Ein paar Birken. Noch irgendwie Erde oder irgendwie sowas, was man da verwenden kann. Ich hätte Erde, ja. Brauchen. Ich wüsste, wo du jetzt da gerade bist. Okay, komme. Runter. Oder so. Erde. Hier ist dein roter, dein weißer. Das wird auf jeden Fall eine ganz schöne Brauerei. Soll ich das spitz zulaufen lassen oder soll ich dann irgendwann mal auf gerade Fläche gehen? So, ich setze die beiden Birkensetzlinge mal so hin, ne? Was meinst du? Soll ich irgendwann mal flach zugehen oder soll ich eher spitz zugehen? Gute Frage. Glas hätte ich viel. Na gut, zu wenig Glas werden wir wahrscheinlich so oder so haben. Ja gut, im Zweifelsfall muss ich noch mal los, noch mal welches machen im Ofen, ne? Hier. Upp. Das Bräuchte waren ich den ja gar nicht. 64 Setzlinge. So. Doof. Was war denn hier oben noch an Setzlingen drin? Fichte. Halt, was war das? Da ist noch Eiche. Da ist nichts. Was hat Julo noch in seiner Truhe? Auch nichts. Da ist auch nichts. Da auch nicht. Da ist noch was drin. Okay. Also Setzlinge hat nicht irgendwie großherrlich irgendwer mit eingesammelt, ne? Sieht wohl so aus. Na gut, auf kurz oder lang kriegen wir ja wieder Setzlinge durch die Baumabfarmerei. Ja, aber das Problem ist, alles überwiegend Eichensetzlinge. Ich nicht wüsste, wo die Schwarzholzsitze. Das ist Eiche. Wo sind die Schwarzholzdinger hin? Nicht. Hatten wir doch Schwarzholz mitgebracht, oder nicht? Ach da. Waffenrüstung, Glowstone, dass sich da irgendwo was verirrt hat vielleicht. Auch Glas haben wir noch ein bisschen. In der Truhe ist auch noch was. Truhe ist noch was, im Ofen ist noch was. Irgendwie hatte ich eben aus dem Augenwinkeln hier was laufen sehen. So habe ich eigentlich so viel Hunger hier. Ich sollte ja nicht so viel durch die Gegend rennen. So, das Glas da rein, da kannst du dich mit rumärgern. Was, womit kann ich mich rumärgern? Mit dem Glas. Warum? Warum nicht? Muss ich ja nicht machen, oder? Aha. Aber die Bäume wachsen schon. Nur siehst du. So, ist das jetzt Eiche gewesen, was ich jetzt gerade nehme? Jo. Ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr so gefährlich, wenn du runterfällst, ne? Ja gut, zur einen Seite, zur anderen Seite sieht anders aus.
So, Schwarzholz, das ist Fichte, das ist Birke. Ein Birkensetzling habe ich noch. Das heißt, den machen wir. Wo machen wir den hin? So, Fichte. Die setzen wir einfach mal ein bisschen auseinander. Andersrum, wie lange nehmen wir eigentlich jetzt schon wieder auf? Ich glaube, lang genug, dass wir eventuell vielleicht einen Cut machen können für den dritten Teil. Also von mir aus gerne. Von mir aus gerne. Würde ich sagen, machen wir hier noch einen Cut und ja, wir sehen uns im Teil Ja. 3. Bis dann. Tschüss. Tschüss.